Willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Wir sind erfolgreich dann doch noch in der letzten Folge hier auf dem Mond gelandet. Aber wir müssen erstmal zur anderen Kapsel. Da müssen wir den Kleinen erstmal rausholen und rüberbringen. Da hinten hin, da wollen wir hin. Bloß 2,3 Kilometer, das ist vollkommen in Ordnung. So, komm mal raus da. Du wirst jetzt hier abgeholt. Hey. So, bye bye, mach's gut. Vielleicht können wir da hinten ja sogar noch mal eine Probe nehmen. Wir sind ja irgendwann auch schon mal mit dem hier rumgeflogen. Und zwar, ich glaube, wo war das denn? Oh Gott, hier sieht alles überall gleich aus. Ich weiß jetzt nicht mal, welche Richtung. Auf die Richtung war es auf jeden Fall nicht. Aber ich bin frohen Mutes, dass das klappt. Kann ich hier eigentlich auch SAS anmachen? Nö. Geht nicht. Warum auch? So, ein bisschen drauf achten. Es gibt ja so viele neue Sachen. Kann man später vielleicht sogar größere Jetpacks freischalten, dass da nicht plus 5, sondern 10 oder so drin sind? Wobei das eh irrelevant wird irgendwann, wenn wir dann die Rover haben. Oh, das wird geil. Da freue ich mich drauf. Endlich hier rumheizen. Bisschen abbremsen. So. Hab ich eigentlich schon Licht an? Ne, jetzt. So, nochmal ein bisschen abbremsen. Kann ich direkt reinschweben? Ne, wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nochmal schauen, ob wir hier vielleicht nochmal eine Probe oder irgendwas mitnehmen können. Ich habe jetzt hier auch ganz intelligenterweise keine Module angebaut oder so. Oh, 117, ja. Halt, haben wir schon. Ist okay. Report bringt ja nichts, okay. Na geil. Na, das ist doch schon mal was. Alle paar Kilometer kann man immer wieder mal neue Proben nehmen. Und dann gibt es auch was. So, sehr schön. Dann sind wir hier. Dann könnte ich zum Beispiel hier auf Control von hier gehen. Zwei Experimente. Okay, das hier können wir weghauen. 117. Das ist super. Ich überlege. Oh. Uiuiui. Wollen wir starten? Ich würde sagen, wir wollen starten, oder? Lasst uns abhauen. Und dann würde ich sagen, legen wir hier los in 3, 2, 1. Okay. War schon. Huch. Landeschützen eingefahren. Und dann bringen wir den Kleinen endlich nach Hause. Nach etlichen Tagen und Wochen, die er hier höchstwahrscheinlich verbracht hat. Okay, dann müssen wir mal gucken, wann wir den Escape Point hier erreicht haben. Halt. Okay, dann fliegen wir halt so rum. Ist auch egal. So, lass uns erstmal aufsteigen. Bye bye Mond. War schön fürs Erste. Ah, ich bin froh, dass das so geklappt hat. Oh, die letzte Folge. Ich könnte mich immer noch schwarz ärgern, dass die ersten zwei Starts überhaupt nicht funktioniert haben. So, wir wollen jetzt wieder zurück. Ne, nicht der Satellit. Mensch. Hier, Körben. Wieso? Huh, was? Ne. Wieso kriege ich den nicht als Target? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wieso kann ich jetzt nichts mehr als Target nehmen? Ist egal, pass mal auf. Da mache ich halt ein Manöver klar. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wohin ich jetzt Gas geben soll, damit ich hier rauskomme. Naja, so ungefähr. Und dann komme ich da hoffentlich noch näher. Oder? Kann ich da
da vielleicht gleich ein bisschen geschickter ranfliegen. Ja, das ist ja noch dümmer. Oh, halt. Da war gerade was, das hat mir gefallen. Ja, da sind wir jetzt schon vorbei. Können wir probieren das jetzt mal, speichere hier nochmal. Hauen wir jetzt mal hier ab. Und ich hoffe, der Treibstoff reicht dann noch, dass wir da noch einschlagen können auf Körpern, aber das sieht ganz gut aus. Okay, okay, ruhig, ruhig, ruhig. Achso, kann ich gleich weitermachen? Ah, sehr schön. Ja, nice. Löschen wir erstmal die ganzen Sachen. Und dann gehen wir nochmal zurück. Kann ich vielleicht nochmal irgendeinen Statusbericht von hier? Nee. Haben wir eh schon mal alles gemacht. So, zack. Nice, okay. Gut, dann. Oh oh. Fuck. Ich habe kein Hitzeschild angebaut. Ich hasse mich. Wie viel Platz ist denn auf der KSS? Mensch Leute, ich wollte doch nicht den scheiß Satellit, ich wollte hier hin. Den Satellit können wir mal löschen. Den brauchen wir nicht mehr. Ist hier noch irgendwo? Passt hier bloß einer rein, das sind bloß die Science-Dinger. Scheiße, ich habe jetzt hier auch kein Modul dran, dass ich den hier irgendwo hier erstmal abladen kann. Kacke. Ah, oh, ist das doof. Das klappt doch nie im Leben, wenn ich die Kapsel jetzt ohne Hitzeschild da runterbringe. Oder? Komm, wir probieren das jetzt. Gehen wir wieder zurück. Dann versuchen wir jetzt einfach mal unser Glück. So, versuchen wir es so. Ich habe gerade gespeichert, falls es nicht klappt. Dann würde ich hier nochmal irgendwie einen Orbit machen, dass wir den dann später doch nochmal irgendwo anders abholen müssen. Oh, verdammt! Also Leute, heute ist echt furchtbar. Ich muss ja den Orbit nicht nur ziehen, ich muss ja auch noch dafür Schub geben. Entschuldigt bitte. Also treibstofftechnisch ist es echt eine feine Sache. Also das klappt. Das können wir uns schon mal vormerken. Das ist dann unser Mondlandungsmodul, wie wir hin und wieder zurückkommen. So. Vielleicht reicht das ja. Ich glaub's nicht, echt nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Scheiße, ich voll Depp hab echt den Hitzeschild vergessen. Halt mal an, halt. Nicht so schnell. Ja, weiß ich nicht, wir könnten. Pass mal auf, wir probieren das jetzt mal. Ich lande jetzt mal, oder ich versuch's jetzt erstmal. Ich weiß echt nicht, ob das eine kluge Idee ist. Wenn ich zur Sicherheit für den Wiedereintritt. Oh, wir sind wirklich sehr, sehr schnell. Ich gebe hier einfach nochmal Schub, oder? Ich gebe jetzt hier nochmal Gegenschub. Da können wir das vielleicht ein bisschen relativieren. Zumindest, dass wir auf eine deutlich niedrigere Geschwindigkeit kommen, desto besser ist es nachher auch für uns. Kommen schon auf 1.500 oder so. Oder wenigstens unter 2. Das wird knapp. Na
Naja, unter 2000 immerhin. Wenn ich jetzt einfach als Schutz die Dinger mitnehme, hier ist ja noch ein bisschen was davor, was da noch explodieren kann. Komm, wir probieren es. Ab, runter mit uns. Oh Gott, drück bitte die Daumen. Bitte, bitte, bitte. So, ich nehme mal die Hände zurück. Oh je, Überhitzung beginnt, aber wir sind schon relativ tief. Komm schon, halte durch. Oh oh. Oh oh oh. Okay, die Gefahrenzone ist eigentlich schon so gut wie überstanden. Ein Teil wird wahrscheinlich unten, oder? Nee, hat sich gegeben. Oh, nice. Ja. Hitzeschild. Braucht kein Mensch. Alter, das war knapp. Junge, Junge. Ah, das freut mich umso mehr, dass es das ganze Teil sogar überstanden hat. Können wir zwar jetzt nicht mit landen. Ich sehe auch gar nichts. Wo sind wir denn? Oh, 6 Kilometer plus. Ich spreng uns jetzt mal ab. Oh. Was ist denn hier los? Ich hoffe, wir prallen nicht nochmal aufeinander. Oder das Teil holt uns gleich ein, wenn ich den Fallschirm raushole. Ich mach das jetzt einfach mal. Bitte nicht. Wäre jetzt natürlich auch sehr geil, wenn mir das Ding meinen Fallschirm wegsäbelt. Okay, da öffnet er sich. Also wir sind. Oh, da kommt's. Uiuiui. Uiuiui. Da hat nicht viel gefehlt. Huch. Huch. Nochmal. Na, sowas. Sehr, sehr geil. Ich glaube, wir sind ja auch irgendwo gelandet, wo wir noch gar nicht waren. Vielleicht können wir von hier sogar noch mal eine Oberflächenprobe nehmen. Und da kommt der heil wieder an auf Kurven. Hätte er wahrscheinlich selber nie gedacht. Tada! Sieht ein bisschen aus wie Afrika, Südafrika hier, die Spitze vom Kontinent. So, komm mal raus da. Naja, 2 Punkte. Hier noch mal ein bisschen. Okay, super, super, super. Gott sei Dank. Holen wir zurück. Und dann gleich noch die ganze Kapsel. Da sind nämlich noch ein paar mehr Science-Punkte drin. Wo ist denn hier? Zack. Ja, retten. Genau, recover. Juhu, 213 Science-Punkte. Wir können uns wieder was leisten. Denn die nächsten Sachen, die sind jetzt schon bei, glaube ich, 160. Außer das hier. Okay, hier haben wir auch noch 92er. Ich glaube, die Sachen, wo ich Dinge drin verstecken kann oder so eine Schutzhülle drum bauen kann, das ist das hier. Mal ein größeres Hitzeschild. Wir haben schon ein zweites, ein größeres. Landing Gear mit Räder. Achso, das ist wahrscheinlich für das Flugzeug. Nochmal andere Stützen. Ich habe halt noch nichts, wo ich einen Rover draus bauen kann. Das ist ein bisschen schade. Die Teile hier hinten bräuchten wir für 300. Was ist das denn? Scanning-Modul. Oberflächenscanning-Modul. Ach. Aha, das ist ja nett. Kommutron. Ach ja, das ist die geile Antenne. Die hat mir gut gefallen. Boah. Krass. Kenne ich alles gar nicht hier. Ja, die hier schon, das sind die großen Solarsegel, die sehen super aus. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Hier sind die kleineren Solarsegel zum Ausklappen auch schön.
Aber was hatte ich denn gerade im Visier? Hier hätten wir zum Beispiel auch eine. Ist das so eine Leiter? Ja, ne? So eine Leiter. Und ein Mobile Processing Lab. Auch nicht verkehrt. Das würde uns auch hier hinführen. Was ist das denn? Ach, hier, der Sitz, genau. Das bräuchten wir. Also, ich würde entweder das hier, das eher weniger. Das sowieso nicht. Ja, und das auch nicht. Können wir machen das jetzt? Da haben wir das Processing Lab und dann können wir dann für die nächsten 300 können wir uns dann so einen Rover endlich mal zusammenbauen. Nice. Ja, geil. Das ist der eine Antrieb, der gespeicherte. War das das letzte? Okay. Das war das letzte. Könnten wir vielleicht auch noch mal auf dem Mond landen, aber woanders und da noch mal ein paar Punkte mit nach Hause nehmen. Oder? Dass wir endlich mal wieder ein paar Science-Punkte fertig machen oder klar machen. Aber diesmal. Moment. Ja, das ist das größere Hitzeschild, das ist das normale. So, diesmal mit Hitzeschild. Sicher ist sicher. Das können wir später gebrauchen. Da können wir dann auch nochmal was an die Raumstation hochschicken. Die sind relativ groß. Oder halt für die Mondbasis mitnutzen. Die kann man auch so querlegen dann halt. Gu-Container nehmen wir mal zwei mit. Na, so ein Barometer von mir aus auch. Weiß gar nicht, ob das auf dem Mond was bringt. Auch egal. Thermometer. Und. Science-Modul eigentlich auch. Gott, ey, funktioniert das noch? Ich glaube nämlich fast nicht. Eventuell hier nochmal so eine Streben. Das Ding muss ja so wie es ist landen. Dürfte eigentlich funktionieren. Oder? Müsste. Das mal eben um. Mondrakete? Hier müssen wir jetzt aber. Ah ja, okay. Trepidaire ist schon mal drin. Komm, wir nehmen mal Cementa mit. Zack. Ja, da ist was vertauscht. So, okay, dann legen wir direkt wieder los. Das hat ja beim letzten Mal sehr gut funktioniert, dass wir dann gewartet haben, bis der. Ja, okay, der Mond im Osten ist. Das machen wir jetzt auch wieder. Ich gehe mal in den Zeitvorlauf, bis der hier einmal drumrum ist. Wobei, warte mal. Nee. Oh, das war zu viel. Obwohl, nee, so können wir noch starten. Ich glaube, so sah es beim letzten Mal auch aus. Und dann legen wir los in 3, 2, 1 und Liftoff.
wir da einmal auf dem Nordpol oder so landen oder auf dem Südpol. Ich habe an alles gedacht, oder? Ah, ich denke schon. Sind jetzt noch mal ein bisschen schwerer, aber nur ein bisschen. Müsste sich ausgehen. Ich glaube, das war ganz gut, dass ich hier oben noch mal so leichte Stützen dran gebaut habe. Mal schauen, also theoretisch könnten wir echt eine ganze Menge Science-Punkte mit zurücknehmen. Vielleicht reicht das schon für so einen Rover? Wenn nicht, dann können wir Minmus vielleicht nochmal so eine kleine Flyby, so ein kleines Flyby-Manöver machen und denen mal einen Besuch abstatten, um da nochmal ein paar Science-Punkte mitzunehmen. Wie gesagt, wenn wir dann die Teile für einen Rover haben, dann bauen wir uns da mal einen schicken Rover zusammen oder vielleicht sogar einen Zweisitzer. Und dann machen wir eine Mondbasis mit ein paar Modulen und einen Rover hochbringen. Das war immer eine übelste Aktion. Oh Gott, was ich da teilweise an Dingern zusammengebaut habe. Oh, oh je. Naja, es wird sich schon lohnen. Langsam wird's. 50 Kilometer sind wir schon. Und gleich müssen wir die Dinger wieder wegspringen. Die anderen Stufen hier, die 6 Stufen, was eigentlich ursprünglich bloß 5 werden sollten, aber kommt vielleicht aufs Gleiche hinaus. Weiß ich nicht. Okay. Das hat sehr gut geklappt. Oh, Wiese zurückfallen. Sehr schön. Nice. Da hinten geht die Sonne auf und da ist auch der Mond. So, ich warte mal noch bis 80 Kilometer und dann gehen wir in die Querlage, wobei ich das eigentlich schon machen kann. Bis ich unsere Wackelkonstruktion dahin gedreht habe, sind wir nämlich so hoch, da ist sie schon. Dann können wir den Orbit klar machen. Ja, wir bauen Geschwindigkeit auf, aber noch relativ langsam. Okay,
Der letzte Tank geht los. Eigentlich sollten die ganzen Folgen nicht so lang werden. Die letzten waren jetzt schon immer knapp eine halbe Stunde. Aber ich will da nicht einfach zwischendrin einfach so wegcutten. Nicht, dass wir hier mit unserem kleinen Satelliten kollidieren. Ich glaube, wir müssten vor dem ankommen. Sehen wir den irgendwo? Nö. So, wie sieht's denn aus? 1800 Meter die Sekunde. So, ich gehe jetzt hier rüber. Müssen wir die Stufe eh gleich wegsprengen. Da geht schon los. Okay, jetzt. Ich glaube, es geht wirklich ein bisschen langsamer. Dadurch, dass wir so viel, oder ja, so viel nicht, aber doch schon ein bisschen mehr Gewicht dabei haben. Naja, mal schauen, ob das jetzt mit dem Orbit klappt. Das sollte wieder funktionieren. Also sieht ähnlich aus wie beim letzten Mal, da gehe ich mal von aus, dass das schon mal klappt. So. Okay, gut. Klappt. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir hier einfach beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, die Folge ist hier vorbei und schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.